Das war ich jetzt aber nicht. Nein, ich hab Hunger. Was ich hab was? Hunger. Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City. Hallihallo. Und da ein Butterfly. Oh! Ja, ja, hör auf! Geh bloß weg. Doofes Ding. Hör auf, mich abzulenken. Wir haben heute nämlich einiges vor. Ich will hier, beziehungsweise ich habe hier noch ein kleines Räumchen ausgebaut. Hab hier schon eine Crafting Storage hingesetzt. Erfolgreich, wie ich dazu fügen möchte. Ja, die inzwischen online ist. Weil irgendwie hier hinten ein Kabel gefehlt hat. Zufälligerweise. Ja, dann warst doch du das. Nein, keine Sorge, ich war das nicht. Hier habe ich noch ein Räumchen. Schön designt. Und hier kommt jetzt mein erstes ME-Interface hin. Und da habe ich auch schon ein paar Pattern, die hier rein müssen. Zum Beispiel hier, um Zertusquarzit zu machen oder Netherquarzit und anderes Zeug. Da schmeiße ich einfach mal alle Pattern rein, die ich bisher gecraftet habe. Dann kommt der Molekularassembler dran. Und dann können wir den bauen. Also können wir das Zeug, was hier in den Rezepten steht, im ME oben craften lassen. Weil ich brauche Quarz. Von denen hier brauche ich was. Welche? Quarzits. Starten. Ich habe zwei gebaut. Stück. Wurde gebaut. Ich habe es gesehen im Assembler. Ja, und jetzt gehe ich gleich nach oben und lege hier noch eine Pattern an. Und zwar aus dem hier. Soll mit dem hier. Ich muss halt voll produktiv sein. Ich habe kaum noch Zeit. Eigentlich genau die Zeit zur Aufnahme. Und dann muss ich gleich los. So, jetzt guck mal. Ah, Moment. Das kommt ja dann wieder nicht raus, weil da ein Filter eingebaut ist. Ich hatte dich darauf hingewiesen. Du hast mich abgewunken. Nein, passt schon. Ja, wegen den Filter. Wir sind bei 14%. Warum? Ich habe doch den Filter drin, passt doch. Ich muss dann die dann bloß noch da hinzufügen. Ja. Ich mach mal hier gerade von dem Nether-Zeug auch noch. Wenn ich schon dabei bin, kann ich das eigentlich von denen auch gleich machen. Dann kann ich nämlich die Rezepte vervollständigen, die Filter überall einfügen. Und dann passt es. In der Zwischenzeit legen wir hier mal noch ein paar Kabel. Weil hier sollen meine Inscriber hin. Geh mal weg, sonst hau ich dich noch aus Versehen. Ach nee. Egal. Naja, hat er mir wieder Zeug geklaut. So. Ich bin irritiert. Ich musste gerade auf meine Zeichnung gucken, die sehr detailliert ist. Nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, und ich erst. So. So. Dann kommen hier hinten die... Moment. Die Exportbusse dran. Also ich baue gleich alle vier Inscriber ein. Damit ich... Nee. Damit man das einfach gleich alles fertig hat. So. Machen hier noch ein paar Lichtblöcke. Aber der ist doof. Nehmen wir den hier dahin.
Nee, das war der falsche. Nee, das war der richtige. Entscheidend. Und den hier machen wir dahin. So. So. Dann kommen hier die Inscrutions. Ne, Moment. Gehen wir hier erst rein. Und jetzt müssen wir eine logische Folge anlegen. Calculation. Logic. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Und das kommt dahin. Okay, wir fangen links an mit Diamant. Dann machen wir Gold. Dann machen wir Silikon. Und dann müssten eigentlich die Dinger da hinten schon fertig sein, weil die brauchen wir jetzt. Genau. Calculation brauchen wir noch. Die Certus, Pure Certus Quarz kommt da rein. Gut, also es wird jetzt schon hier dann geinputtet. Also beziehungsweise hier seht ihr schon Gold drin, Diamant drin. Jetzt kommt die Press noch rein. Und was habe ich vergessen, Leute? Ah ne, passt. Scheint zu funktionieren. Die hat nämlich gerade schon gearbeitet. Hier. Achso, ich habe kein Pure Certus Quarz im ME. Deshalb hat er da nichts reingemacht. Du, der nicht. So, die Pattern noch mal rein. Inscriber. Okay. Oh, der produziert hier schon ganz ordentlich. Also der macht jetzt einfach aus dem ME hier Zeug rein. Was eigentlich gar nicht so sein soll. Wenn ich da jetzt das Ding reinmache, dann macht der mir ja so viele, wie ich im Inventar. So viel Zeug, wie ich im Inventar, im ME habe. So soll das nicht sein. Das klingt sehr durchdacht. Nicht. So, warte mal. Da muss es doch irgendwas geben. Card. Aber ich habe irgendwo. Es kommt halt drauf an, du kannst das ruhig mit Exportbussen machen. Dann wird das Ganze halt, bis das Inventar voll ist. Und dann stoppt es ja. Je nachdem, wie du es dann hinten dran verarbeitest. Ne, ich würde das jetzt mit Importbussen rausziehen. Aber es soll ja nicht dauerhaft die Dinger produzieren, weil sonst würde der mir ja. Ich habe, glaube ich, 2000 Gold im ME. Dann würde mir ja 2000 so Dinger machen. Das ungünstig. War das mit der Crafting Card, dass ich dort festlegen kann, wie viele er macht? Ich glaube. Gerade mal goggeln. Wenn du das mit einem Dings verbindest, wie heißt der nochmal? Das habe ich wieder vergessen. Google sagt dazu, can be used with the ME interface or the ME export bus to request auto crafting from the system. Passt ja eigentlich. Glaube ich. Gucken wir einfach mal, wo steht meine Kiste schon wieder rum. Mit dem Level Emitter war genau. Kann ich mit dem Level Emitter verbinden. Ja, das müsste gehen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im schlimmsten Fall kopierst du einfach das System, wie ich es gebaut habe. Nein, wir bauen uns was Eigenes. Natürlich. Weil ich ja so pro bin, kann ich das auch. Ja, ich werde mich mal hier hinstellen und dir zugucken. Du dumm. ja, es kann jetzt wieder ein paar Stunden dauern.
hast maximal noch 7 Minuten, glaube ich. Ja, ich weiß, ich bin noch zugfertig. Das müsste jetzt Warte. höher hot gehen. Wo ist meine Kiste? Ey, bis hierhin ging es ruckzuck. Da habe ich nämlich noch Redstone-Card drin. Die kommt da rein. Dann Active Rift Signal. Dann machen wir hier nochmal Käbelchen dran. Da ist noch gar kein Kabel. Das ist ja doof. Das heißt, wir brauchen nochmal Kabel. Basic. Quarz, Faber, Hammer, glaube ich. Da haben wir noch ein paar, genau. Dann Fluix. So, dann so. Wie war das nochmal? Was meinst du? Musst du erst den Level-Emitter Ja. setzen und dann das Kabel mit dem Klemmer. Schweiß. Schweiß, Alter. Da wasch dich mal. So, dann kommt hier die Redstone-Card rein. Der macht man nur aktiv mit Ding. Nein. Dead. Wenn du das Irgendwie. Ganze mit einer Wrench machst, dann kannst du die einzeln abbauen. Echt? Cool. Ja. In meiner Kiste ist eine drin. Ah ne, Dann ich habe hol sie sie. oben vorhin rein, glaube ich. Eine Wrench, Okay. eine Jetta Wrench oder ein Presslehammer. Okay. Ah, also er soll hier emitten. So lange. Ja, hab schon gesehen, du hast was umgestellt. Ich habe gar nichts umgestellt. Ja. Ich bin nur Zuschauer. Calculation-Prozessor. Both are equal, nein. I'm the annoying voice in your head. So lang unter 32. Emits when level are below limit. Below ist kleiner, gell? Gut. Unter. Also, und solange es unter 32 ist, soll er hier was raushauen. Genau. Da Passt. muss man hier noch einstellen, dass es. Ja, ist überhaupt nichts umgestellt, gell? Ich habe überhaupt nichts umgestellt, Active nein. Rift Signal. So. Okay. Und wenn du jetzt auch noch Quarz hättest, dann würde das Ganze auch laufen. Ja, jetzt hauen wir hier mal zwei Quarz rein und dann müsste er was produzieren. Düttem. Sehr gut. Also, funktioniert. Dann müssen wir hier noch ein paar Level-Emitter bauen. Mit drei Stück brauche ich noch. Calculation. Sticks. Redstone. 1, 2, 3. 3. Dann Calculation. Dann brauche ich noch drei Redstone Cards. Okay. Das merken wir uns einfach mal. Iron. Siehst du, ich bin schon viel besser. Ich weiß, was Iron bedeutet. Ja, rumeiern. Zum Beispiel. Dann brauchen wir nochmal Gold. Aber was sagt die Zeit? Keine Ahnung. Oh, Guck auf die Uhr. ich dachte, du passt auf. Ich kann nicht. Ich bin voll gefokust, hier. Moment, ich brauche noch. Also meiner Uhr nach hast du noch 10 Minuten Zeit. Ja. Gerade waren es noch 7 oder so. Ah ja, die Uhr geht hoch. Ach so. Dann ist das schon Ja. längst abgelaufen, oder wie? Deine Uhr sowieso. Ja, so alt Meine bin ich läuft nicht. noch.
Sagst du? So. Ja. Okay. Ich habe Level Emitter. Ist natürlich sehr vorteilhaft, mit der Spitzhacke die Erde abzubauen. Oh, hier sind wir schon am Ende. Okay. Dann kommen hier Emitter dran. Dann kommen hier Exportbusse dran. Dann. Verdammt. Wie war das mit der Ranch? Da läuft eine Katze durch die Gegend. Miau. Okay, was hat man hier drin? Silikon. Ups, weggeworfen. Okay, Silikon. Solange unter 32. Redstone Card. Mit. Und er soll Silikon extrahieren. Da sitzt eine Katze mit einer Sonnenbrille, ganz klar. Hallo? Nein! Nein! Oh, ah. Glück gehabt. Also hier kommt. Der soll das hier machen. Solange unter 32. Ich glaube, die Sonnenbrille sitzt zu hoch. Ich habe kein Gold mehr. Verdammt. Kannst du mir ein Gold holen? Natürlich. Muchas gracias. Der soll Diamanten rausholen. Da hat jemand Hunger. Ich nicht. So. Bye. Ja, ciao. Mir ist der Stein runtergefallen. Und was hat er gerade so gegrunzt? Wo war jetzt das Gold? In der Kiste. Das hat die Kiste gefressen. Wo ist die Kiste? Ah, da. Sie ist hier, glaube ich, hinterher. Okay. Der hier sollte. Hier kommt das Gold rein. Haben wir jetzt alles? Der hier macht Silikon raus. Das müsste stimmen. Der emittet natürlich jetzt überall ein Signal, weil ja noch nichts im ME drin ist. Das heißt, hier machen wir jetzt lauter Importbusse dran. Setzen da ein paar Kabelsche dran. Verschwenden hier natürlich voll die Kabel. Ups, bisschen zu tief geflogen. Das brauchen wir auch nicht. Ja, Kiste, hol das mal. Okay. So. So. Logic haben wir 54. Warum macht er dann hier immer noch welche? Active Signal. Weil du es ja wahrscheinlich nur die halben Prozessoren machst. Du verbindest die noch nicht. Hä? Du hast nur einen einzigen Logic Processor im System. Das sind nur die Printed Logic Circuits. Die musst du noch zusammensetzen im fünften Inscriber. Darum geht's jetzt nicht. Der macht mir. Ach, ich habe die falschen drin. Sag das doch so. Da hast wahrscheinlich die Prozessoren drin, ja. Ich brauche die Printed. Sag genau. Das doch. Hab ich doch. So, also das hier sind die falschen. Er soll die da nehmen. Und jetzt müsste das aus sein. Ha! Moment, beim Silikon.
Printed Silicon. Aber warum geht es beim Silikon weiter? Ach so, weil ich keine. Da habe ich keine drin, keine 32 drin. Jetzt habe ich 54 drin, jetzt müsste es aus sein, oder? Ja. Okay. Quarz macht er mir keine mehr, warum nicht? Ach so, weil ich ja nur zwei da hatte. Okay. Du gehst mal weg. So, im Grunde stimmt es jetzt so. Mach den hier nochmal weg, dann komme ich an das Kabel da unten. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal, warte mal, da bei den Diamanten war doch was drin, gell? Hä, wo sind die hin? Wie hießen die? Wer? Calculation. Ah, hier habe ich doch. Hier muss hin. Und von den. Nee. Von den hier brauche ich noch einen. Zank, 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 zank. Okay, der gehört raus und da gehört so einer rein. Und der gehört raus, da gehört so einer rein. So, jetzt ist es eigentlich vom System her richtig gestellt. Dann brauchen wir noch. Nee. Davon welche? Machen wir mal 10 Stück. Das müsste ja gehen. Ah, jetzt geht es nicht mehr. Doch, 12 hat er gemacht. Sehr schön. Dann können wir das nämlich abdecken hier. Dann brauchen wir noch Labradudelblöcke. Ach, das geht ja immer nicht. Habe ich keine mehr. Kiste, wo warst du? Da. Nein. Keine Labrador. Ja. Dann nehmen wir eben von den Covern. Kann ich die überhaupt platzieren? Nö. Ja. Immer dasselbe Fehler. So. Und unsere Zeit ist jetzt natürlich schon 1000 Mal abgelaufen. Angeblich. Meine Uhr läuft noch. Meine nicht. Ist kaputt. Er macht die Uhr. Batteriewechsel. Halt, warte. Wenn wir schon hochlaufen. Quarz. Dann brauchen wir davon einen. Und den anderen habe ich nicht mehr, weil ich den schon verbraucht habe. So, den Filter müssen wir nämlich noch updaten, dass er die hier auch durchlässt. Dann den Filter hier noch updaten. So. Dann müssen wir noch Seeds davon welche machen.
toll. Kein Niederquarz das mehr. Also ich muss sagen, eigentlich bin ich voll zufrieden. Ja, wenn es mal läuft, ist alles wunderbar. Ist klar. So, jetzt kommen noch die zwei Pattern da rein. Die müssen wir noch kurz schreiben. Von dem hatte ich schon eins drin. Dann kommt das da und der Netherquarz-Crystal. So, die kommen jetzt noch da hinten zu den Crystal Growth Acceleratoren und dann passt's. Irgendwie baue ich alles mit der Spitzhacke ab. Ungünstig. Das war ich jetzt aber nicht. Nein, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja, und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das war aber jetzt nicht meine Schuld. Mehr. Okay, wir sehen hier ein Pure Cetus Quarz Kristall, der jetzt fertig ist und ins ME gemacht wird. Haha. Das heißt, es funktioniert. Gratulation. Ja, wir haben schon 7 Pure Cetus Quarz Crystals hier drin. Und die Anzahl der Kalkulationsprozessoren sind schon auf 7. Wächst also auch. Das heißt, das funktioniert auch. Ich bin happy, Alter. Gibt's ja nicht. Ja. Fehlen jetzt nur noch ein paar Acceleration Cards jeweils. Und ja, alles langsam, Junge. Alles mit seiner Zeit, genau. Immer schön langsam. So, hier habe ich noch ein paar Gerätschaften eben rübergeholt heute. Also heute war mal wieder eine produktive Folge, würde ich sagen. Durchaus. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Maybe. Bye.